Die nachfolgende Sendung ist nicht für Zuschauer mit Kreativität geeignet. Du tauge nichts. Da sonnst du dich schon wieder und dehnst und dreckst dir die Knochen müde und lässt mich alle Arbeit allein tun. Ich kann dich hier nicht länger füttern. Geh auch einmal hinaus in die Welt und erwirb dir selber dein Brot. Nun, wenn ich ein Taugenichts bin, so ist's gut. So will ich in die Welt gehen und mein Glück machen. Und nehme mir meine Geige mit, vielleicht wird's mir noch zugunsten erweisen. Hallo. Wohin wandert er denn schon so früh am Morgen? Nach Wien. Toll, spring auf. Wo bin ich und wo sind die anderen? Ich glaube, ich sollte zum Schloss da hinten gehen. Was wollen Sie hier überhaupt? Er wird Gärtner. Diese Kartoffeln sind ja hässlich. Dafür pflanze ich lieber Blumen ein. Und jetzt noch ein Nickerchen. Du Gesindel und Bauernlümmel, geh und arbeite als etwas anderes. Kannst du lesen und schreiben? Ja. Na, dann bist du jetzt ein Einnehmer. Okay. So machst du das auf. Du kannst jetzt dich umschauen. Was für eine schöne Pfeife. Was für ein schöner Anzug. Nachdem sich der Taugenichts eingenistet hat, wurde er von einer Kammerjungfer gefragt, ob er zu einem Maskenball Blumen bringen könnte. Dies bejahte er. Nun ist er hinter dem Maskenball und wartet auf den Abholer. Ich brauche so notwendig noch frische Blumen für meine Maske, wo er auch stecken mag. Sagtest du was, Rosette? Ich sage, was ich immer gesagt habe. Der ganze Einnehmer ist und bleibt ein Lümmel. Er liegt gewiss irgendwo hinter einem Strauch und schläft. Nachdem alle gegangen sind. Was soll ich jetzt machen? Sie ist verlobt und nicht mehr zu haben. Ich glaube, jetzt ist die Zeit gekommen, weiterzuziehen. Tschüss, Wien. Auf nach Italien. Nach einiger Zeit Reisen kommt er in ein kleines Dorf. Du kannst gut Geige spielen. Willst du bei uns bleiben? Auf ewig. Nein, das geht leider nicht. Ich hab schon einen Stil. In the dark. Da kommt jemand. Ich muss dich schnell verstecken. Wer ist da? Niemand? Komm heraus. Führe uns nach B sofort. Aber ich weiß doch gar nicht... Willst du Prügel? Da lang. Wahrhaftig, das ist der Gärtner. Wollt sagen, Einnehmer vom Schloss. Guck mal meine alte Kleidung für dich. Danke, das sieht ja super aus. Nach einer langen Reise sind die drei in B angekommen. Komm, wir schlafen hier. Du passt auf, dass niemand kommt. Okay. Und die Zeit sollte mir schon längst weg sein. Guido? Leonardo? Sie scheinen nicht da zu sein. Ich gehe mal drinnen gucken. Ein Zettel für den Herrn Einnehmer. Toll. Guido, Leonardo, es ist, glaube ich, von Ihnen gewollt, mit der Kutsche nach Italien zu fahren. Wohin fahrt ihr denn? Sì, sì, signore. Kein Trinkgeld? Wo bin ich denn überhaupt? Hallo, du siehst toll aus. Danke, du auch? Okay, geh dann einfach. Es ist alles wieder gut.
Alle Hindernisse sind beseitigt. Ich benutze heimlich diese Gelegenheit, um die Erste zu sein, die Ihnen diese freudige Botschaft schreibt. Kommen, eilen Sie zurück. Es ist so öde hier und ich kaum mehr leben, seit Sie von uns fort sind. Aurelie. Das ist alles einerlei. Nun ist's klar. Sie liebt mich, ja. Sie liebt mich. Nein, was? Wieso? Was ist passiert? Hilfe! Hilfe! Kommen Sie schnell her. Kommen Sie herunter. Flüchten Sie da lang. Auf den Baum. Wo ist er hin? Wir müssen ihn finden. Nach einer langen Reise ist er in Rom angekommen und hört zugleich ein Gitarre spielen. Das ist sie, das ist sie. Ich leg mich hier schlafen. Am nächsten Morgen? Es scheint mir, als würde sie nicht rauskommen wollen. Ein lustiger Gesell, du singst ja wie eine Lerche beim ersten Morgenstrahl. Gott, willkommen, bester Herr Landsmann. Aba, was treibt ihr denn eigentlich hier in Rom? Ich treibe mich selbst ein bisschen herum, um die Welt zu sehen. So, da haben wir ein Metier. Das tue ich eben auch, um die Welt zu sehen und hinterdrein abzumalen. Also ein Maler. Ich denke, du gehst mit und frühstückst bei mir. Da will ich D.I.K. selbst abkonterfreien. Habt ihr die auch gemalt? Warum nicht gar? Die sind von den berühmtesten Meistern Leonardo da Vinci und Guido Reem. Aber da weißt du ja doch nichts davon. Oh, die beiden Meister kenne ich wie meine eigene Tasche. Wieso? Nun, bin ich nicht mit ihnen Tag und Nacht fortgereist, zu Pferde und zu Fuß und zu Wagen, dass mir der Wind am Hute pfiff und hab sie alle weiter in der Schenke verloren und bin dann allein in ihrem Wagen mit Extrapost immer weiter gefahren, dass der Bombenwagen immerfort auf zwei Rädern über die entsetzlichen Steine flog und... Oho, oho, ach nun verstehe ich erst, du bist mit zwei Malern gereist, die Guido und Leonhard heißen. Ich glaube gar. Am Ende spielst du die Violine. Nun wahrhaftig. Da war eine Gräfin aus Deutschland hier. Die hat sich in allen Winkeln von Rom nach den beiden Malern und nach einem jungen Musikanten mit der Geige erkundigen lassen. Eine junge Gräfin aus Deutschland? Ist der Portier mit? Ja, das weiß ich alles nicht. Ich sah sie nur einige Mal bei einer Freundin von ihr, die aber auch nicht in der Stadt wohnt. Kennst du sie? Das ist sie, das ist sie! Komm gegen Abend wieder. Nachdem sie dem Taugenichts entwischte, geht der Maler mit dem Taugenichts, wohin der Maler wollte. Morgen. Hallo. Sei kein Narr, komm bald, nach die schöne junge Gräfin wartet. Um 11 Uhr an der kleinen Türe. Als es dann soweit war... Hallo, du Kleiner. Da hast du wieder recht dummes Zeug gemacht. Nun zum Teufel. Meine Gräfin meinte es so gut mit dir. Ich meinte die Gräfin aus Deutschland, die schöne gnädige Frau. Ach, die ist hier schon immer wieder in Deutschland. Dann wieder zurück. Wir meinten, weil der Herr so einen langen Frack hat. Der Herr wäre ein reisender Engländer. Da wollten wir unser Vatikum verdienen. Aber mir scheint... Der Herr ist selber ein Musiker. Eigentlich ein Einnehmer. Die reden ja über... Es wird bald auf dem Schloss eine Hochzeit geben. Man sagt, die Gräfin hätte es niemals zugeben. Wir sind da. Ciao. Aurelie! Warte, wohin gehst du? Siehst du? Das weiße Schlösschen, das da drüben im Mondschein glänzt. Das hat uns der Graf geschenkt.